In diesem Tutorial wollen wir euch den Funktionstest des Corpuls TPR zeigen. Der Funktionstest besteht aus zwei großen Bestandteilen. Das eine ist meine Funktionsprüfung des Arms und das andere ist eine Sichtprüfung der Ausstattungskomponenten auf Beschädigung. Die betreiberspezifischen Ausstattungen können wir hier nicht berücksichtigen. Wir werden jetzt exemplarisch uns mal das Board anschauen und die Stempel. Das Board soll äußerlich keine Beschädigungen aufweisen, insbesondere auch nicht im Bereich der Kanten. Das tut es augenscheinlich nicht, Verena. Dankeschön. Bei den Stempeln achten wir auf Ausbrüche oder weißliche Verfärbungen. Ich prüfe ganz kurz, ob ein Ersatzakku da ist. Hier sollten bei einer Funktionsprüfung mindestens 4 LEDs leuchten. Es leuchten 5. Und ein Akku ist ins Gerät eingesetzt. Auch hier leuchten 5 von mindestens 4 LEDs. Zum Abschluss der Sichtprüfung kontrollieren wir noch, ob eine SD-Karte eingesetzt ist. Hierzu wird die Gummilippe hier oben einmal geöffnet. Die sitzt recht straff, damit sie auch wirklich dicht abschließt. SD-Karte ist vorhanden. Entsprechend wird die Gummilippe auch wieder verschlossen. Und wir widmen uns nun dem eigentlichen Funktionstest. Hierzu nimmt man den Arm und setzt ihn in das Board ein. Dabei ist wichtig, darauf zu achten, dass der Bajonettverschluss wirklich leicht schließt und der Arm auch fest mit dem Board verbunden ist. Das ist in dem Fall. Anschließend empfiehlt es sich, mit einer Hand das Board zu fixieren, um zu verhindern, dass der ganze CPR umkippt, weil er durch den Arm Übergewicht bekommt. Das ist besonders beim Scoop-Board sehr essentiell. Andi, dürfte ich dich darum bitten, das weiterhin zu fixieren? Schon dabei. Perfekt. Wir widmen uns dann den verschiedenen Gelenken. Dazu öffnen wir zunächst den Feststellhebel und überprüfen einmal, ob alle Gelenke frei beweglich sind und nirgends blockieren. Ja, das ist der Fall. Anschließend verschließen wir den Feststellhebel wieder und prüfen jetzt, ob auch alle Gelenke wirklich fixiert sind. Auch das ist hier der Fall. Zum Schluss, bevor das Gerät dann auch angeschaltet wird, überprüft man noch, ob der Stempel sich auch gut anbringen lässt und spürbar einrastet. Nun schalten wir den Arm ein. Der LED leuchtet kurz weiß auf. Wir hören den kleinen Signalton. Der Display zeigt an. Wir sehen keine Funktionsfehler oder sonstige Fehlermeldungen. Nun können wir davon ausgehen, dass der Selbsttest erfolgreich durchgeführt worden ist. Nach dem Einschalten des Arms erscheint ein Hinweis, dass der Feststellhebel geöffnet werden muss. Als nächstes erfolgt die Stempelpositionsprüfung. Dazu öffnen wir den Hebel. Jetzt sehen wir eine gelb leuchtende LED. Sobald ich nun von unten Druck auf den Stempel ausübe, wechselt die LED-Farbe irgendwann zu grün. Das ist jetzt der Fall. Führe ich weiterhin Druck aus, wechselt sie auf rot. Auch das ist der Fall. Sobald ich jetzt wieder loslasse, wird die LED wieder gelb. Wenn ich jetzt die Therapie starten wollen würde, ist es nicht möglich. Es kommt eine Alarmmeldung und ich muss den RT-Hebel schließen. Sobald der RT-Hebel geschlossen ist und ich die Therapie starten möchte, würde es funktionieren und ich habe keine Fehlermeldungen. Nach dem Stoppen und Ausschalten sollten ebenfalls keine Fehlermeldungen kommen. Sollte im Rahmen des Funktionstests auffallen, dass die Gelenke schwergängig sind, diese auf keinen Fall schmieren, sondern am besten einfach durchbewegen. Sollte eine Fehlermeldung im Display auftauchen, empfiehlt sich jedoch hier eher ein Neustart des Geräts. Sollte die Fehlermeldung dann immer noch auftreten oder schon gehäuft aufgetreten sein, das Gerät außer Betrieb nehmen und den Verantwortlichen darüber informieren. Einen kompletten Ablauf zum Check inklusive Liste findet ihr auch in der Gebrauchsanweisung. Ansonsten, wenn jetzt alles erfolgreich getestet wurde, wieder zusammenpacken, alles nach lokalen Gegebenheiten dokumentieren und ihr seid bereit für den Einsatz.